Hallöchen! Was stimmst du hier so? Willkommen zu Star Wars. Das war mal wieder ein böser Start hier in diesem Part, aber was soll's? Dann bleibt ihr ja auch dran, was? Ich bin Xenon LP. Meinst du Sief, Digga? Sief. Sief. Ab in die Jedi-Ritter-Phase. Und heute bin ich dran mit der Schmiede, also mein. Ja, diesmal kriegst du dein Lichtschwert. Genau, das wollte ich sagen. Bevor mir die Worte gefehlt haben mal wieder, das kommt ja nicht selten vor bei mir. Ja, wir verhaspeln uns beide mal. Würde ich sagen. Ja, ich bin oft auch schon mit den Gedanken woanders, bevor ich die Worte eigentlich richtig ausgesprochen habe. Jedi töten! Dieser simpler Satzbau von den Fleischräubern finde ich ganz putzig. Die sehen doch gar nicht böse aus. Kann man sehen. Vor allem, ich möchte so ein richtiges Fleischräuberbaby sehen. Das ist bestimmt voll putzig. Das eine Fleischräuberbaby, geil, das hat man nie gesehen. Nee, da hat man nur das drin gesehen, wo es drin war. Ja, stimmt, so war das. Bestimmt kann man die voll gut knuddeln. Zumindest in den. In den ersten Jahren zumindest, bevor sie aggro werden. Hey. So knuddelig wie unser Kater kann das gar nicht sein. Doch, total, ey. Siehst du nicht diese unglaubliche Ähnlichkeiten? Interessant. Was du Gespräche hast. Ich weiß nicht. Manchmal denke ich ans Knuddeln einfach. Hey, ja. Ich finde es aber auch vollkommen in Ordnung. Als Mann darf man auch knuddeln. Wieso beginne ich eigentlich fast immer unsere Kämpfe? Du kannst ruhig reinspringen. Hab ich doch gemacht. Was willst du? Ich habe schon mit meinen Steinchen angefangen zu schmeißen und dann bist du erst losgesprungen. Ey, ich habe noch Abklingzeit hier. Siehst du, und jetzt gehen wir von genau der anderen Seite zur Schmiede. Hey, da hinten kann ich glaube ich sogar den Ort sehen, wo wir eben waren. Hey? Wo ist denn der andere Pfad? Das ist unlogisch. Doch, da, guck mal da rüber. Da waren wir vorhin. Ja, auf der Karte ist nichts. Das ist doch unlogisch. Es gibt zwei Schmieden hier im Spiel. Ja, verstehen eine nix. Für jede Klasse. Wie schü. Ich bin in der Wunder. Ich bin der Wunder. Das ist so geil. Und ich beglücke deine Schwester mit meiner fetten Salami. Alter, das habe ich so direkt als Favorit gespeichert. Ich fand's so geil. Ja, es hat auch fast 1 Million Aufrufe. Echt mittlerweile? Ja. Das, ey, was ist denn das alles? Meister Orgus? Oh mein Gott! Und Bangle Moore! Stimmt, das war bei mir. Jo. Deine... Ich habe euer Kommen gespürt. Eure Furcht. Oft tief das sagen. Ihr seid schwach. Genau wie mein alter Meister. Ihr werdet... Genug! Sein. Angreif! Warum hasst ihr uns? Nein, ich werde euch aufhalten. Was ist euch auf Coruscant widerfahren? Warum habt ihr euch gegen die Jedi gewendet? Nicht die Jedi. Gegen die rückgratlosen Feiglinge, die ihren Platz eingenommen haben. Die Verräter, die zugelassen haben, dass die Sith Millionen abschlachten. Ihr wart nicht auf Coruscant. Ihr habt nicht mit ansehen müssen, wie all eure Vorbilder niedergemetzelt wurden. Oder der Tempel brannte. Ich bin der Vernichtung entkommen, um zu sehen, wie mein eigener Meister sich vor den Sith beugte. Sie rotteten uns aus und er gab einfach auf. Dann verdient er den Tod. Was kann man hier seinen Meister töten? Deswegen habt ihr Meister Orgus hergebracht, um euch an ihm zu rächen? Die Schwachen werden hier geopfert, um die Schmiede stärker zu machen. Eigentlich nicht. Der Orden der Jedi muss aus der Asche wieder auferstehen.
Ein gelbes Lichtschwert ist auch ganz cool. Das sieht man nicht so oft. Vielleicht in den neuen Star Wars Filmen, das wäre ja mal was. Ah ja. Kandoshana Terror habe ich bekommen. Cool. Als Erfolg? Jo. Aha. Ich will weiterschlagen, Mister. Nö. Ihr habt gewonnen. Warum hat die Macht mich in diese Niederlage geführt? Ihr seid stärker als alle Jedi, die ich jemals gekannt habe. Ihr könntet den Orden retten und die Sith vernichten. Ich verstehe. Ihr seid die Waffe, die zu spät ja. gekommen bin. Tja, was ganz Neues. Wir sind doch noch Padawan, oder? Noch. Ihr habt keine Bestimmung, Bangle. Ihr seid krank. Ihr braucht Hilfe. Oh ja. Oh, das gab Zuneigung. Verleugnet nicht die Wahrheit. Denkt nach. Wie sonst hättet ihr mich besiegen können? Ich habe ein Leben damit verbracht, die Wege zur Macht zu lernen. Dieses Wissen dient nun euch. Lasst mich Typhon verlassen und die Galaxis für euren Aufstieg vorbereiten. Ich werde die Gaben liefern, die ihr braucht, um euer Schicksal zu erfüllen. Gott, hier gibt es zweimal Böse. Wir haben eine Abmachung. Nein. Ihr werdet die Hilfe bekommen, die ihr braucht, Bangle. Aber ihr könnt hier nicht fort. Und wieder Zuneigung. Was, Jedi können auch schlagen? Oh ja. Weil man sieht die eigentlich immer nur mit Laserschwert oder Macht rumhantieren. Natürlich können die auch schlagen. Hast wohl noch nie die Serie geguckt, Star Wars The Clone Wars. Nö, hab ich auch kaum. Musst du mal angucken. Padawan, ich habe dir mein Leben zu verdanken. Ich habe Bangalore gefangen genommen, Meister. Ihr ruht jetzt. Du hast Großes geleistet. Er verdient eine zweite Chance. Das Grauen, das er auf Coruscant mit ansehen musste, hat ihn gebrochen. Es hat den sanften Padawan, den ich ausgebildet habe, vernichtet. Du hingegen hast dich einer Herausforderung gestellt, die jenseits aller Prüfungen liegt, die ich dir auferlegen kann. Es gibt nichts mehr, was ich dich lehren könnte. Alles, was dir noch zu tun bleibt, ist in die Schmiede zu gehen und dein Lichtschwert zu bauen. Großartig, noch mehr zu tun. Was ist das für ein Ort, Meister? Die ersten Jedi kamen vor Jahrtausenden hierher, um ihre Lichtschwerter zu konstruieren. Die Macht ist stark hier. Normalerweise lassen wir die Padawane sich das Material selbst zusammensuchen, aber du hast dich bereits bewiesen. Hier sind alle physischen Bestandteile. Der Rest ergibt sich aus deiner Beherrschung der Macht. Ich werde Bangle zum Jedi-Tempel bringen, damit man ihm hilft. Wir treffen uns dort, wenn du soweit bist. Alter, eben in der Sequenz, da war der Schatten total komisch. Nicht drüber gelaufen. Ja, ich bin dran. Ja. Dann können wir gemeinsam die Galaxis unsicher machen. Ja. Eigentlich müsste man ja mal böse spielen. Mag ich nur nicht. Deswegen mache ich es nicht. Was ist das denn? Das da. Der Wächter der Schmiede. Diese Waffe wird Licht. Hat man bei dir aber nicht gesehen. Ist auch nur bei dir. Warum? Weil es eben so ist. Boah, viele Fragen. Keine Antworten. Genauso wie bei dir, bei mir. Nur, dass du blauen hast. Mann, ich will ein grünes. Ich hab dir gesagt, du kannst es noch ändern. Ist auch die geile Musik wieder. Klar. Die ist auch. Und was hat der Wächter zu tun damit? Gar nichts. Aber die Musik ist bei Star Wars der 6. Episode.
wenn der Imperator in den Energiekern geschmissen wird. Wie sie alle das Schwert so hochhalten. Das ist ein epischer Moment. Wird er jetzt Ärger von mir? Wir können den angreifen, wir können aber auch umgehen. Angreifen ist besser, es gibt nämlich EP. Ich will ja auch mal ausrüsten also, hier. Stimmt, ja. Ja, denk da dran. Was hab ich denn da geöffnet jetzt? Dieser Schwert. Boah, Stärke weniger und Ausdauer weniger. Was ist denn das für ein Scheiß? Das ist nur eine Modifikation, die du reinbauen kannst. Oh, das kommt noch. Die hast du in deinem Inventar. Ja, das kann ich aber doch nicht hier machen. Doch, oder? Du musst einfach nur String und Rechtsklick auf den Gegenstand. Der Gegenstand kann nicht modifiziert werden. Kann nicht sein. Das aber. Mach String und dann zuerst und dann klick Rechtsklick. Ja, mach ich. Der Gegenstand kann nicht modifiziert werden. Kann gar nicht sein. Das ist, müsste so... Ist aber. Stellt sich nur scheiße blöd dran. Oder muss ich den... Nee, funktioniert nicht. Du machst was falsch. Alter, ich mach genau das, was du sagst. String und Rechtsklick. Fertig. Geht nicht. Hast du das schon angezogen? Vielleicht geht's nicht, wenn du es schon angezogen hast. Ich hab's hier nochmal rausgemacht. Geht auch nicht. Ich kann selbst, wenn ich es angezogen hab, das machen. Ja, es geht aber nicht. Muss aber so sein, eigentlich. Ist es ein orangener Gegenstand, oder? Ach so. Du klickst bestimmt auf was anderes. Ich hab wahrscheinlich auf die Modifikation selbst geklickt die ganze Zeit. Bring diesen Padawan etwas mehr Intelligenz bei. Ich hab gedacht, du meinst die ganze Zeit, ich soll die Modifikation... Nein, du sollst die da reinmachen. Oh Mann, ne? Das Facepalm. Ne? Ja. Oh Gott. Wo ist der andere Weg jetzt hier? Von deinem, wo man von dir hergekommen ist? Auf deiner Seite. Nix. Siehst du das nicht? Nee, ist nix. Du bist irgendwie blind. Ja, da ist nix. Da ist was. Ich greife jetzt den Scheißwächter an. Scheiße, ich hab das Laserschwert jetzt nicht eingezogen. Egal, komm nachher. Kämpf mal ohne mich. Ups. Der hat mich gestunt, Arschloch. Oh, ey, so wird er mich hier nicht hören. Egal, dafür schubst ich ihn weg. Was? Ich kann die Ausrüstung nicht im Kampf wechseln. Ich kann dir nicht helfen. Dann komm hier runtergesprungen. Mann, alles muss man selbst machen. Ey, ich kann im Kampf nichts anziehen. Das ist für dich. Warte. Oh, Bedarf. Ja, das ist für dich. Alter, es gibt plus 45 Rüstung, 3 Stärke und 3 Ausdauer. Um das anziehen zu können, musst du aber, erfordert ja, musst Rüstung. Du erstmal Spezifikation auswählen und dann Hüter, falls du Hüter spielen willst. Verdammt. Soll ich? Weiß nicht, auf Sith-Seite hast du einen Marodeur, also würde ich sagen Hüter hier. Auf der Seite. Ja, kann man machen. Jetzt Schnellreißer. Bin der doch. Oh, war das nochmal. Gibt so eine Fähigkeit, da. Das aussieht wie... Hast du es gefunden? Ja, ich hab's schon. Hier die Nein, erstmal Elarian-Fahrt. Ja, hier... Ah, was war die? Die hat 2 nochmal? Abgeben. Ah, so, das haben wir ja immer noch nicht gemacht. Die Quest wird sich ja ewig behalten, ich warum auch immer. Abgeben, wenn wir den Planeten verlassen, damit ich nicht sehen kann, dass es hier noch einen Auftrag gibt. Obwohl der zurückgesetzt wird am nächsten Tag. Ich will einfach nur sehen, dass alles erledigt ist. Und keinen Auftrag mehr gibt. Oh, Alter, das ist sowas von unnötig. Ist doch auch egal. Geben wir einen an einer anderen Stelle eben ab. Beginnen. Ich möchte beginnen.
Es freut mich, euch wiederzusehen. Mich auch. Verzeiht mir meine Ungeduld, doch habt ihr die Kammer mit Energie versorgt? Habt ihr dort etwas gefunden? Vielleicht. Ich weiß noch nicht. Nicht viel. Ja, im Gegensatz zu manch anderem. Das war faszinierend. Die Maschine erzeugte ein Hologramm, das vermutlich die alten Typhonianer erschufen. Es gab mir ein Datenarchiv. Unglaublich. Ein typhonianischer Datenkristall. Ich habe noch nie einen intakten gesehen. Das ist ein wunderbarer Fund. Wisst ihr, was darauf gespeichert ist? Wissen. Eine bessere Vergangenheit. Naja. Die Weisheit eines alten Philosophen. Wie interessant. Das ist etwas, worauf wir uns freuen können. Geht jetzt. Bewirkt große Taten. Ich muss mich wieder meiner bescheidenen Mission widmen. Held von Sabrak. Sehr schön. Oh, mehr Rüstung. Und ein Titel. Meine Hose mit mehr Rüstung. Hüter der Weisheit. Der Wahrheit. Jetzt fehlt noch. Drei Einträge bei mir. Ich hab grad so ein bisschen festgestellt, dass die Membran von meinem Mikro an der Hinterseite an einer Stelle eingedrückt ist. Verdammt. Naja, solange es noch nach wie vor normal geht. Ich habe bis jetzt noch nichts festgestellt. Qualitätsverlust oder sowas. Oh. Ist ja auch egal. Wieso benutzen wir nicht den Gleiter? Ja, wollte ich auch gerade sagen, wo geht's hin? Ich bin dir jetzt einfach mal wieder blind gefolgt. Oh, gut. Ich muss den Rock nicht anziehen. Ich hasse Röcke. Können auch sexy sein. Ja, aber nicht diese Röcke. Wenn sie kurz sind. Ja. Aber nicht diese Mode. Das ist einfach nur hässlich. Zum Glück ist der Rock schlechter als meine Hose. Puh, nochmal Glück gehabt. Hast du hier auch was? So, jetzt müssen wir... Aktiviere das... Wissensobjekt, um etwas Modifikation zu erfahren. Oh, hab ich. Hey, du musst Platz in deinem Inventar schaffen, um die Belohnung anzunehmen. Dein Scheiße. Dein Inventar ist voll, ja. Ich hab... Ja. Jetzt hab ich die Belohnung nicht gekriegt, oder was? Doch, du musst nur dein Inventar leer machen. Und dann? Dann kannst du es annehmen, dann ist oben rechts in der Ecke steht da noch so ein Zeichen als Belohnung. Ja. Ah, eins offen. Na, seh's. Oh, verdammt. Die Zeit ist schon wieder abgelaufen. Nicht gut. Ja, das ist eher nicht gut. So, das mache ich schwächt. Könnte ich gebrauchen, aber kann ich nicht anziehen. Doch, Hüter, stimmt. Hä? Hey. Ah, nee, das war auch schlechter. Weg, brauche ich nicht. Also ich habe so viel. Oh, ich habe nochmal einen XP-Booster. Ich habe auch einen. Gegenstand kann nicht gebraucht werden, kann auch nicht gebraucht werden. Das ist das. Brauche ich auch nicht. Alter. Ich habe echt lange nicht mehr verkauft hier, merke ich gerade. Also ich würde sagen, das kann ich noch verkaufen. Neben der Aufnahme. Ich würde sagen, wir beenden das mal hier. Und ich verkaufe dann gerade noch. Okay. Fertig. Ciao, ciao. Also, tschüss. Bis zum nächsten Mal.